Lizzie, wie geht's dir denn? Schön, dich zu sehen. Vielleicht, Leute, ist Bestärkung nicht wirklich the way to go bei einem campenden Killer und Gents machen ist vielleicht gar nicht so das Ding. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht hätten meine Mates bei einer campenden und tunnelnden Nurse vielleicht was anderes machen müssen und ich hätte mich ändern müssen. Ich hätte irgendwas anders spielen müssen und mich ein klein wenig adaptieren. Und vielleicht ist die Erwartung, nicht direkt abzuhängen, bei einem campenden und tunnelnden Killer ohne Gents zu machen, vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist es wirklich ein Fehler. Sehen Sie es in 15 Minuten. Wenn es wieder heißt... Diesel... overanalysiert. Haben wir einen Wesker? Okay. Oder? Crazy. Was für ein insanes Team, Leute. So, was wir machen, wir bringen den Killer jetzt dahin, wo der Gen gepoppt ist. Ich hoffe auf einen Grab hier auf offener Straße. Dass uns so weit wie möglich... Jetzt aber, Digi, komm. Nein? Gar kein Bock, der Typ, oder? So, wir wollen hier hinten auf jeden Fall down gehen, strategischer down. Ausbruch da hinten, aber der Gen wird fertig gemacht. Was für ein insanes Team, Leute. Was für ein insanes Team. So funktioniert Dead by Daylight, Leute. Unabhängig davon, wie schnell wir jetzt sind oder wie optimal, das hier ist Dead by Daylight. Richtig gut gespielt. Meine persönliche Meinung zu dem Thema, der Killer Tunnel, ist am besten zu zweit abhängen, wegen eventuellen Camp, gegebenenfalls tanken für den Maid, um Zeit zu kaufen. Ja, Freddy, aber trotzdem. Das hier zum Beispiel, das ist die erste Amtshandlung, die möglicherweise nicht so gut sein wird für uns. An der Stelle. Okay, wir holen uns das Ding hier hin. Let's go. Mars, wie geht's dir denn? Schön, dich zu sehen. Da bin ich nicht gut genug für. Wir machen die Analyse gemeinsam, Stella. Wir machen die Analyse gemeinsam. Ihr sagt mir alle, was ich hätte machen sollen, wie hätte ich mich adaptieren können an dieses Team. Damit wir dieses Match als Team gewinnen. Stella, weißt du, das Problem an der Stelle ist nämlich immer... Dead by Daylight ist ein Teamspiel. Wenn meine Mates Dead by Daylight nicht spielen, wie will ich mich adaptieren, damit alle... Okay. Ich kann mich nicht bewegen, Leute. Merkwürdiger Tunnel an der Stelle wieder. Schön, dass er außenrum gegangen ist, hätte ich nicht mitgerechnet, tatsächlich. Aber das hier zum Beispiel jetzt hier, das ist der perfekte Tunnel. Also schlecht für den Killer selbst, weil er wahrscheinlich das Team klein wenig unterschätzt an der Stelle. Ne, er hat hier gar kein Business. Hier sind keine Gens. Wir werden ihn hier nochmal ranziehen, Leute, falls er Bock hat, uns zu tunneln.
Der Killer Prox sieht auf jeden Fall den Haken. Er will lieber den einen Kill, anstatt das Game zu gewinnen. Er lässt die Survivor den Gen da hinten poppen. Einer müsste so langsam für den Anhook gehen. Der letzte Survivor sitzt hinten an dem Generator. Es ist ein Wesker. Er hätte innerhalb von 4 Sekunden an dem Gen hinten sein können. Er hatte kein Interesse. Er wird auch wieder herkommen. Da ist er auch schon. Der gute alte Wesky-Wesk. Möchte aber nicht das Game gewinnen, Leute. Und da hätte den letzten Gen hätte auch... So. Wir bringen den Kill jetzt dahin, wo es am meisten wehtut, Leute. Und das ist in den fucking Anus des Entidus. Stark, Mann. Was für ein insanes Team, Leute. Was für ein fucking insanes Team. Stark, 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 stark. Geil. Mega nice. Besser kann man es nicht sagen, Leute. Wirklich. Ich weiß nicht, wo die herkommen, die ganzen Survivor hier, aber heilige fucking Fresse. Was sind das für Hit-Tanks? Was sind das für Gens? Wie stark muss man eigentlich als Team sein? So, wir werden auf jeden Fall aufmachen. An der Stelle. Und zwar jetzt, falls der Killer Blood Warden hat. Er hat keinen Blood Warden. Die anderen, die könnten sich jetzt resetten. Ich höre hier... What? Schön, schön, schön. Schöner Trade. Schöner Trade. Wichtiger Trade. Ich glaube, der letzte Survivor hat Deliverance, um ehrlich zu sein. Schade, wir sind aber jetzt sehr, 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 sehr weit weg. Er muss sich auf jeden Fall eine Spritze geben. Teamplay for the win. Benny, das hier ist ein richtig geiles Match, wirklich. Das hier ist ein insanes Team. Jeder einzelne Survivor hier versteht, wie man Dead by Daylight spielt. Sie hätte allerdings ein bisschen warten können noch für den Anhook. Jetzt müssen wir alle rausbekommen. Jetzt oder nie. Wir müssen jetzt wirklich alle rausbekommen. Wir werden dem Killer auf jeden Fall einen opfern. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, um uns zu opfern, der Killer will uns sowieso, er will das Game verlieren, weil er uns töten will, dann werden wir uns auf jeden Fall anbieten. Stark. Dwight. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott!
Was für ein krankes, verschissenes, obergeiles, brutales, heftiges, übertrieben schwitziges, mit Teamplay geschmücktes, sexy Match, Leute. Heilige fucking Scheiße, Jesus. Junge, 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 Junge. Krank. Nebeltanz des Marmor jetzt. Alle zusammen! Super! Heilige Scheiße, Leute. Fuck. Richtig, richtig geil. Absolut sexy. Absolut motherslugging sexy. Dauerschnupfen, wie geht's dir denn, Mann? Schön, dich zu sehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie knapp soll es sein? Ja. Ich glaube, der Killer ist jetzt richtig angefressen. Benny ist selber schuld. Er hätte die Möglichkeit gehabt. Schau dir mal seine Perks an. Er hätte die Möglichkeit gehabt, easy peasy die Gens zu verteidigen. Ja? Dieser Killer hat Geiselhacken-Schmerzensecho dabei. Er hat Ausbruch dabei. Leute, das Problem ist mit Ausbruch, es triggert nicht, wenn ihr keinen Gen tretet, ne? Wenn ihr also eher am Haken bleibt, wenn das so euer großes Ding ist. Manche Leute haben andere große Dinge und wenn das das große Ding ist, von diesem Killer am Haken zu bleiben, dann sollte er nicht Ausbruch mitnehmen. Meine wärmste Empfehlung ist dann Sackgasse mitzunehmen. Sackgasse ist viel besser, um zu campen. Da muss er keine Gens treten. Aber das hier, Ausbruch, ihr werdet bei Ausbruch nur belohnt, wenn ihr Gens tretet. Und wenn ihr keine Gens tretet, werdet ihr auch nicht belohnt, Leute. Junge, Junge, Junge. Leute. The Lost Dancy, danke dir für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Carlos Keule, wie geht's dir denn, David? Mega, mega schön, dich zu sehen. Maultier, guten Morgen, Didor, was geht ab, Mann? Wie geht's euch? Hallöchen, Hallöchen. Heilige Scheiße, Leute, ich sag euch eine Sache. Das hier ist eines der geilsten Matches, die ich dieses Jahr gespielt habe in fucking Dead by Daylight. Schnauze, Maultier! Eins der geilsten Matches. Junge, 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 Junge. Was für krankes Teamplay. Zweimal Adrenalin. Schmackhaft, Leute.